Ja, erstmal Glückwunsch an die Mannschaft. Ich denke, war wichtig für die Moral jetzt nach diversen Unentschieden und auch diversen Rückständen, die man hinterhergelaufen ist, dass man mal zu Hause in Führung geht. Und in der ersten Halbzeit haben wir es wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht. Ein, zwei Mal haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, gehört mit dazu, wo Schrobbe den Ball auf kurzem Winkel von dem Abdallah hält. Aber haben auch erstmal aus dem Freistoßtor ein Tor geschossen. Und zweite Halbzeit, muss man ehrlich sagen, haben wir das Glück des Tüchtigen. Ja, hat man als Büdersdorf einfach zu viel überlassen. Und die Chancen, die wir vorne gehabt haben, die haben wir auch leider kläglich vergeben. Und das ist so das Manko, daran müssen wir arbeiten. Unterm Strich denke ich über 90 Minuten, dass der Sieg schon in Ordnung ist. Sie haben es schon selber angesprochen, Ihr Torwart hat Ihnen mehrmals sogar den Rücken hinten freigehalten. Hat er damit auch vielleicht gesorgt, dass der Gegner nicht nochmal rankommt und das Spiel am Ende gewonnen wird? Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du so 65 oder so, wo sie auch nochmal eine gute Möglichkeit haben, den er hält, wenn du da 2-1 bekommst, klar, dann ist ja immer eine psychologische Sache, muss man ehrlich sagen. Fußball wird ja viel im Kopf entschieden und dann kommst du bestimmt nochmal ins Schwimmen. Ja, und deshalb war es wirklich wichtig, auch wieder zu Null zu spielen. Freut mich auch für Nick Schrobak, der Mannschaft da heute einen riesen Rückhalt war. Jetzt sind Sie 8 Punkte hinter der Tabellenspitze. Ein Viertel der Saison ist um. Wo soll es denn hingehen diese Saison? Ja, wir haben ja gesagt, dass wir unter die Top 5 möchten. Und ich denke, das ist ein realistisches Ziel. Klar ist der Start wieder holprig gewesen. Wir müssen jetzt einfach von Spiel zu Spiel weiterschauen. Jetzt nächste Woche in Schöneiche. Und wird ein harter Monat. Schöneiche, dann kommt Klosterfelde und dann kommt das Derby gegen Oranienburg. Und dann werden wir sehen, wo wir im November stehen. Mal angenommen, es reicht sogar für die Top 3. Ist der Aufstieg dieses Jahr ein Thema? Nein, der ist generell kein Thema in dem Verein. Ist auch gut, man hat es vorher rechtzeitig kommuniziert und ich glaube, alle können damit umgehen und leben. Beobachten Sie trotzdem, wie sich Ahrensfelde in der Oberliga schlägt? Ja, selbstverständlich. Ich habe ja einen guten Draht zu dem Trainer und so zu dem Umfeld und zu einigen Jungs auch. Und die tun sich natürlich auch schwer. Und wenn man so die Ergebnisse sieht, oftmals gehen sie sogar in Führung und dann geht ihnen da hinten in die Luft aus. Ist schon bitter mit anzusehen. Also, aber man merkt halt doch, dass Oberliga nochmal ein anderer Wind weht. Ja, wir haben keine Punkte und das ist das Wichtigste. Dass wer hat besser gespielt, das ist schwierig zu sagen, aber wichtig ist, dass wir haben keine Punkte und natürlich ist mir unzufrieden. Ja. Trotz der Niederlage heute hat Ihr Team als Aufsteiger einen sehr guten Saisonstart hingelegt. In welche Richtung soll es dieses Jahr gehen? Ja, wir wollen schnell wie möglich Liga halten und zurzeit ist das erste Spiel läuft sehr gut für uns. Jetzt ein bisschen schwieriger, aber ich hoffe, dass nächstes Spiel wir gewinnen. Das Saisonziel ist also nur der Klassenerhalt oder haben Sie eigentlich höhere Ziele? Ja, zuerst erste Ziel, das ist Liga halten. Ja, wir sind Aufsteiger und was weiter, dass wir gucken. Sie sind mit dem Team schon runter in die Landesliga gegangen, jetzt wieder aufgestiegen. Ist es ein Stück weit auch die Mission gewesen, den Verein wieder nach oben zu holen? Nein, nach oben nicht. Wir spielen erste Jahr hier und wir wollen gute Brandenburg-Liga zuerst haben und danach wir gucken, was weiter. Und auf lange Sicht, darf es nochmal in die Oberliga gehen für den Verein? Ja, das ist eine gute Frage, aber das ist eine Frage nicht für mich, aber für Vorstand, ja. Ja, im Endeffekt ein hochverdienter Sieg für uns, sage ich jetzt einfach mal. Am Ende, klar, sind auch wieder in viele Konter gelaufen, aber alles in allem denke ich schon, dass der Sieg auch in der Höhe mit 2-0 in Ordnung geht. Ihr Trainer hat gesagt, dass der Sieg auch Ihnen zu verdanken ist, weil Sie in den Phasen, wo Ihre Mannschaft nicht so aktiv war und das Feld ein bisschen dem Gegner überlassen hat, mehrfach im 1-gegen-1 pariert haben. Wie fühlt sich so ein Lob vom Trainer an? Ja, natürlich immer gut. Ne? Klar, wir spielen ja auch schon Ewigkeiten Fußball jetzt auch hier und gibt es gute Phasen, schlechte Phasen. Und heute war wieder so ein Tag, da lief es dann einfach. Ne? Da sind die 50-50 Bälle dann auch bei mir gelandet. Ja, freut mich natürlich, dass das auch so gesehen hat. Ich denke auch, dass ich heute eine gute Partie gemacht habe. Aber alles in allem war es ja eine geschlossene Abwehrleistung. Ne? Im Endeffekt kann der Torwart allein ja auch nichts bewirken. Ich habe schon gehört, Top 5 ist das Ziel, was der Verein ausgegeben hat. Haben Sie noch ein persönliches Ziel obendrauf? Ja, so wenig wie möglich Gegentore natürlich zu fressen, sagt man ja so schön. Ja, wir haben die Bude relativ häufig jetzt voll bekommen, die letzten Spiele. Und ja, da wünscht man sich natürlich gerade als Defensivspieler, dass es da weniger wird und gerade auch, sagen wir mal, dumme Gegentore, dass es natürlich, wenn es gut rausgespielt ist, dann beglückwünscht man den Gegner auch zu einer tollen Partie. Aber wir haben uns so viele Eier selbst ins Nest gelegt, das ist natürlich schade. Und da würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht endlich mal unter die magischen 30 kommen. Das ist immer so mein Anliegen, ne? Dass man pro Spiel nicht mehr als ein Gegentor frisst. Da sind wir jetzt auf einem ganz guten Weg, zumal wir ja vorher so viele gefangen haben. Jetzt haben wir letzten drei Spiele eins bekommen. Und von daher sind wir auf einem ganz guten Weg.
Und gibt es eine Belohnung für das zu Null-Spiel? Von mir persönlich? Oder vom Trainer? Na, wenn der Trainer kann gerne noch eine Kiste Bier reinstellen, natürlich, ja. Oder eine Kiste Spezi für die anderen Jungs, die kein Bier trinken. Ansonsten bringe ich auch gerne eine Kiste mit, ist gar kein Problem.